Herzlich willkommen zum Talk Metriken für alle mit Prometheus und Grafana. Mein Name ist Nicolas Angelo und ich zeige dir in den nächsten knapp 20 Minuten, wie du mit sehr wenig Aufwand sehr viele Menschen mit Metriken beglückst, dich selbst, deine Kollegen, Management und auch C-Level. Tauchen wir gleich ein. Wer bin ich? Ich habe Elektrotechnik studiert und habe ein Händchen für Software schon immer gehabt. Habe angefangen, Software zu entwickeln zu den guten Zeiten, wo Flash noch ein Ding war und PHP keine vernünftige Objektorientierung gehabt hat. Ja, habe dann entschlossen, Elektrotechnik ist das Ding, habe viele Jahre in der Halbleiterei zugebracht und jetzt bin ich mittlerweile Lead Site Reliability Engineer bei Nuki, sagen wir mal glorifizierter Sysadmin, der ein bisschen Dinge konfiguriert, ein bisschen Software entwickeln kann und auch IT betreiben. Nebenbei mache ich noch Freelancing, DevOps-Projekte, Trainings, wenn sich da jemand in den Nebel nicht auskennt, denen dann auf die Sprünge zu helfen, wie zum Beispiel Prometheus. Und mein aktuelles Monsterprojekt ist Kubernetes-Migration. Da gibt es relativ viel zu tun, unter anderem auch Metriken bzw. Monitoring zu machen. Zur Agenda jetzt. Warum machen wir das überhaupt? Ganz kurz drüber gegangen, dann Prometheus Basics. Was ist quasi Prometheus, was sind Metriken? Zwei Beispiele, Node-Export auf einer ganz handelsüblichen Linux-VM und dann, weil ich es ein bisschen spannend für mich gestalten wollte, auf einem Mikrocontroller, dem Raspberry Pi Pico W, mit TinyGo einen Custom-Export dazu implementieren. Ich hoffe, dass er heute funktioniert. Gestern hat er ein bisschen rumgemuckt. Aber wie gesagt, man braucht die Challenge und dann schauen wir uns zum Schluss noch die Grafana-Dashboards an. Also sehr tightes Programm, schnall dich an, es geht los. So, warum machen wir das? Im Zuge der Kubernetes-Migration, die wir angestartet haben, haben wir halt geschaut, wo sind aktuell unsere Metriken. Mein persönliches Highlight war, wir haben eine Applikation gehabt, die hat vier Varianten gehabt, wie sie Metriken reportet hat, also Systemmetriken bis zu Business Metrics hin. Eine davon wissen wir bis heute nicht, warum die da ist. Prometheus per se braucht jetzt theoretisch keine weiteren Dependencies. Also da kann man einfach das Ding starten und braucht eigentlich nur einen HTTP-Server, wo die Metriken ausgeliefert werden. Das hat man in den allermeisten Fällen, wenn man Web-Applikation betreibt, schon da. Sollten wir jetzt Metriken auf unseren Mikrocontroller mit HTTP ausliefern? Wahrscheinlich nicht im Produktivbetrieb, aber es ist trotzdem witzig, einfach um zu schauen, wie weit kann man es denn treiben. Gibt bessere Protokolle wie zum Beispiel MQTT. Ja, und dann möchte ich einfach zu guter Letzt zeigen, wie schnell man eigentlich ein relativ passables Monitoring hinbekommt, ohne dass man jetzt muss ein PhD haben in Monitoring. Voraussetzungen, ein Linux-VM, Docker-Lokal installiert und TinyGo für dieses Experiment mit dem Custom-Exporter. Also das ist wirklich sehr wenig, was ich wirklich jetzt brauche, um das euch zu zeigen. So, Prometheus selbst ist etwa 2012 entstanden bei SoundCloud als Open Source, mittlerweile CNCF-graduated, also kann man sagen, für einen Produktivbetrieb durchaus geeignet. Scrape Metriken von definierten Targets, das heißt, das ist ein Pull-Model, das heißt, der Target, den man anschauen will, tut per se jetzt einmal nichts pushen, sondern Prometheus geht hin und sagt, gib mir deine Metriken. Speichert die Metriken als Zeitserien, das heißt, immer einen Snapshot geholt und die speichern für jeden Timestamp, wo ich scrape, dann in meine Datenbank rein. Das bringt eine einfache UI, so zum Debuggen mit, und hat eine eigene Query-Language, PromQL, wo man halt so Daten aggregieren, counten etc. kann. So, ganz simpel aufgesetzt, auf der linken Seite hast du einen Prometheus-Server und im Standardanwendungsfall macht dann GetRequest auf ein /Metrics-Endpoint auf dem Target. Fertig. So, da kannst du jetzt von den Targets 1 Million haben, das funktioniert gleich gut, wie wenn du nur einen hast, das funktioniert auf einer Linux-VM eben gleich gut wie auf einem Mikrocontroller. Wie schaut dieses Exposition-Format aus, wird das genannt, also wie sollten diese Metriken exponiert werden für Prometheus? Das ist eh schon mit den Kommentaren dabei. Help quasi wird dann angezeigt, wenn man es in Grafana reinladet, damit man sich nicht überlegen muss, was heißt diese Metrik. Der Typ, ist es ein Counter, ist es eine Gauge, etc., ist es ein Bucket. Dann kommen in den geschwungenen Klammern, gibst du noch Labels an. Das heißt, im Prinzip baust du dann eine Matrix auf. Das können wir uns dann im Beispiel hier anschauen. HTTP Requests Total möchte ich gerne zählen. Sagt dann, es gibt mehrere von diesen Metriken, aber einmal HTTP Status Code 200, einmal 400, das kann man dann unendlich weiterführen. Damit baut man eine Matrix auf für einen bestimmten Zeitpunkt und dahinter eben den Wert. So, fertig. Und dann zu dem Thema, was ist ein Exporter? Exporter ist eine ganz simple Software, die kann man jetzt eben mit der Hand implementieren auf einem Mikrocontroller. Allermeistens wird man irgendwelche Client-Libraries verwenden, beziehungsweise Abstraktions-Libraries, wie zum Beispiel Micrometer für Java, damit man sich gewisse Implementierungsdetails vom Leib erhält. Und tatsächlich tun
tun diese Softwares oder diese Exporte nichts anderes, wie einfach das Metriken über das System sammeln. Das kann eine andere REST-API sein, das kann ein obskures System sein, wo man nur mit ganz bestimmten Libraries hinkommt. Am Ende muss es das Ding verpacken in dieses Exposition-Format und dann Prometheus weiterreichen. Dann sind wir schon bei unserem ersten Beispiel. Node-Export auf einer Linux-VM, kann man sich jetzt entweder das ausdenken, was da passiert, oder jetzt sag's einfach. Wie gesagt, einfach mit wget kann man das relativ simpel runterladen. Von GitHub, wer paranoid ist, kann es gerne auch einfach klonen und selber zusammenbauen. Tatsächlich einfach starten dann mit dem Node-Exporter und jetzt passt. Jetzt exportiert dieses Ding schon einmal seine ersten Metriken. Das ist jetzt, wie gesagt, eine handelsübliche Linux Debian 12 VM. Das schaut dann so aus. Da kommt jetzt einmal schon, wenn wir da mal runterscrollen, relativ viel Metrik und ich habe nichts konfiguriert. Das ist der Standard-Node-Exporter ohne irgendeine Konfiguration. Tatsächlich auch ohne irgendeine Form von Autorisierung. Das heißt, das müsste man natürlich obendrauf noch bauen, weil man will ja nicht der gesamten Welt zeigen, was die Linux-VM da so macht. Aber das ist auch nicht Teil dieses Talks. So. Jetzt haben wir mal unserer Linux-VM Metriken verpasst. Schauen wir weiter. Custom-Export auf einem Raspberry Pi Pico. Also ich wollte einfach in diesem Talk einerseits schauen, wie weit kann man es denn treiben, andererseits auch zeigen, wie breit die Bandbreite ist mit Prometheus, wo man von bis alles bedienen kann, ohne dass man jetzt muss auf ein separates System ausweichen. Das heißt, man kann es jetzt grundsätzlich schon sehr weit treiben, muss sich aber trotzdem immer die Frage stellen, will man das im Produktivbetrieb machen. Tatsächlich, aber hat man schon irgendjemand Nagios Zabbix konfiguriert? Ja, also Zabbix hätte man jetzt vielleicht einmal runtergeladen und dann die Doku gelesen. Ist halt schon sehr umfangreich und hin und wieder fragt man sich dann, warum? Why? Tatsächlich ist Prometheus wirklich sehr viel einfach out of the box und es funktionieren Dinge einfach, ohne dass man es jetzt muss groß herum konfigurieren. So, mit TinyGo gibt es eben ein Projekt für Mikrocontroller, wo man Go auf Mikrocontroller kompilieren kann. Ist jetzt auch wieder die Frage, sollte man Go auf Mikrocontrollern verwenden? Weiß ich nicht, ist ein sehr schönes Projekt. Vor allem für den Pico W ist es aktuell noch ein Community-Effort, dass halt das quasi irgendwie reinkommt in Pico W, also tatsächlich nicht für den Produktivbetrieb geeignet, aber es funktioniert recht gut, muss ich sagen. Da können wir uns auch kurz anschauen, wie das ausschaut. Also wer jetzt kein Go kennt, einfach ignorieren den Großteil des Codes, das sind einfach die Imports und die Variablen, habt dann quasi einen Toggle-Count, ist also alle Geräte, die kein Hello World anzeigen können, machten halt immer irgendwas mit Blinken. Deswegen der Toggle-Count von der LED jetzt einfach einmal mitgezählt. Heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt da quasi das Toggle, wird das hochgezählt. Und dann habe ich mir noch ein Matrix-Endpoint eingebaut, einfach um das für Prometheus zu exportieren. Diese Matrix, das ist quasi einfach nur diese Funktion, da schreibe ich das raus, ist ein relativ simpler, mit der Hand zusammengebauter String. Wie gesagt, man kann es mit der Hand implementieren, in allermeisten Fällen wird man das nicht tun. Aber so schaut es aus, du sagst, die LED toggles total ist die Metrik, die ich haben will, die LED ist die LED 1 und dahinter einfach den toggle count ausgegeben. So, das schreiben wir dann auf unseren Response-Stream raus. Das schaut dann so aus, ich hoffe, dass es jetzt lädt. Wie gesagt, das hat mir ein bisschen Bauchweh bereitet. Natürlich, jetzt tatsächlich gerade vorher, bevor der Talk angefangen hat, hat es noch funktioniert. Er ist noch verbunden. Manchmal braucht er einfach ein bisschen Drop Packet. Ja, das. Es beruhigt sich manchmal wieder. Deswegen werden wir es jetzt einfach einmal in Ruhe lassen. Vielleicht wird es dann besser. So, dann sind wir aber eigentlich schon wieder bei den Grafana Dashboards. So, jetzt haben wir einmal unsere beiden Endpunkte, die wir scrapen wollen. Wir haben die klassische Linux-VM und wir haben diesen Mikrocontroller, Grafana und Prometheus. Jetzt müssen wir überhaupt einmal schauen, wo ist denn unser Prometheus? Der läuft tatsächlich bei mir schon. Ist aber auch ganz simpel zum Starten. So, Prometheus, Docker Compose. Wir starten das Image prom Prometheus, konfigurieren dann ein bisschen was. Tatsächlich wirklich sehr wenig. Die Script-Config, die da reingetan haben, sind jetzt schon quasi on top.
damit Prometheus lebt, braucht er nicht einmal das. Scrape Config kann sich Prometheus selber scrapen, also ein bisschen so Prometheus Inception. Die zusätzlichen statischen Configs habe ich dann da unten noch reingesetzt für den BKW und für diese Debian-Maschine. In der Realität wird man jetzt die Service Discovery-Funktionalität von Prometheus verwenden. Das heißt, Prometheus kann man sagen, hey, da ist zum Beispiel mein Kubernetes-Cluster und die Kubernetes-API oder da ist mein Cloud-Provider, bitte sucht da einfach da raus, das sind die Credentials. Das heißt, da gibt es für viele Cloud-Anbieter auch schon die fertige oder Cloud-Varianten, die fertigen Konfigurationen, um sich diese Targets rauszusuchen. Das heißt, da hast du dann auch wieder weniger Arbeit, die das zu konfigurieren. Grafana ist jetzt dann im Prinzip das gleiche, relativ simples Grafana-Image, konfiguriert noch mit einem Standard-Benutzer, damit es man merkt. Und vorkonfigurierte Data Sources, das muss man jetzt nicht machen, kann man auch mit der Hand einfach nachher reinkonfigurieren in Grafana, aber einfach der Einfachkeit halber habe ich das jetzt vorkonfiguriert. Wenn wir das Ganze dann einfach starten mit Docker Compose app-d, läuft bei mir schon. Probieren wir es noch einmal, vielleicht geht es jetzt. Sonst schauen wir in Grafana einmal rein. So, das war das falsche Grafana, das sind die Dashboards. Grafana funktioniert, Prometheus schaut auch gut aus. So, das ist jetzt einmal unsere Prometheus-Instanz. Da gibt es unter Status Targets, sieht man einmal, okay, diese Konfigurationen, die wir jetzt gerade gesehen haben, diese Scrape-Configs funktionieren, PKW ist scheinbar nicht ab. Meine Frau hat es gestern gesehen, sie kann bezeugen, dass es funktioniert. Ob sie es jetzt sagen muss, dass es funktioniert, das müsst ihr jetzt für euch entscheiden. Tatsächlich ist aber genau das jetzt schon fertig konfiguriert. So, wenn wir jetzt uns einmal auf die Debian-Maschine konzentrieren und sagen, okay, was haben wir da für Metriken drinnen? Gibt es relativ viel, ja, mag ich nicht alles durchschauen. Gehe einfach wieder zurück in mein Prometheus rein und habe da immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, Node, irgendwas, Node, so hat das geheißen, CPU, Seconds Total. So, dann kriege ich mal schon relativ viel raus und ich kriege schon die verschiedenen quasi CPU-Zeiten raus. Kann man das auch gleich im Graph anschauen. Das ist super hilfreich, wenn man das gleich mal debuggen möchte. Wenn man sagen möchte, ich möchte mal zum Beispiel meinen Alert zusammenbauen, ist auch quasi etwas, was bei Prometheus mitkommt, ist jetzt aber auch nicht Teil von dem Alerting, ist quasi auch built-in, ist aber ein separates Binary, funktioniert aber ähnliches einfach zu konfigurierendes Prinzip. So, und da können wir jetzt theoretisch hergehen und mir irgendwelche Funktionen noch eben quasi mit dieser PromQL zusammenbauen, sagen, okay, ich möchte irgendeine Summe rechnen, ich möchte irgendeine Divisionen machen, ich möchte schauen, wenn das, ich kann lineare Predictions machen, sagen, keine Ahnung, wenn das so weitergeht, dann ist meine Disk in 5 Tagen voll. Solche Dinge kann man sich dann da drinnen zusammenbauen. Da auch noch ein Side-Note dazu, wenn ihr irgend sowas baut, Alerting und so weiter, ist tatsächlich alles, was ich da zeige, gibt es genauso fertig schon im Internet. Versucht es nicht, die Welt neu zu erfinden. Ja. Vor allem bei so Systemen wie Zabbix und Nagios ist es tatsächlich sehr schwierig, manchmal etwas zu finden im Internet. Prometheus Alert Manager, was da eben dabei ist, wesentlich leichter. Es gibt GitHub Repositories, Awesome Prometheus Alerts. Da haben sich andere Leute schon überlegt, was ein sinnvoller Alert ist. Heißt nicht, dass man die 1:1 übernehmen sollte, aber zumindest einfach einmal von dem ausgehen und zu sagen, okay, was brauche ich denn wirklich noch, macht das vielleicht Sinn. Genau, so, jetzt haben wir mal in Prometheus gesehen, unsere Metriken kommen an. Eine Chance gebe ich jetzt den PKW noch. Ja, ich will nicht, wir werden dann jetzt tatsächlich einfach einmal neu starten. So, und Prometheus ist quasi unsere Datenbank. Das alles, was es an Daten gibt, ist da drinnen gespeichert. Standardmäßig, glaube ich, ein paar Tage wird das gespeichert und werden die letzten Daten verworfen. Ist natürlich ein bisschen abhängig davon, wie viel Platz man jetzt hat auf der Disk, wie viel man spendieren möchte, wie weit zurück man gehen möchte in der Vergangenheit. So, Grafana bietet eine wesentlich schönere Oberfläche schon. Was uns interessiert, sind da die Dashboards. Kommen wir jetzt wieder zum nächsten Punkt. Das gleiche noch einmal. Proudly found elsewhere, nicht die Sache neu erfinden. Auch da wieder, es gibt eine Online-Collection von Grafana-Dashboards, da war ich gerade vorher schon. Da haben sich auch schon andere Leute überlegt, was eine sinnvolle Visualisierung ist, was schön ausschaut von so einem Node-Exporter. Und da geht man einfach da durch, sagt, okay, Node-Exporter full, das klingt einmal nicht so schlecht. Copy ID to Clipboard.
sagt in Grafana dann drinnen Import, kopiert da ganz simpel die ID rein. Dann fragt er noch, was ist deine Prometheus Data Source, wenn man mehrere haben würde. Import. So. So, jetzt ist, wie lange jetzt? 15 Minuten. Jetzt haben wir schon Prometheus und Grafana aufgesetzt und der Node-Exporter ist auch schon drinnen. Den ersten haben wir jetzt einmal schon glücklich gemacht. Das heißt, der, der die IT betreiben möchte, sagt, ah, jetzt weiß ich schon, wie es dem Node geht. So, jetzt können wir natürlich, wäre jetzt der Anwendungsfall gewesen, Business-Metriken, wird man da rausholen, ist natürlich aber im Prinzip das Gleiche. Da die wir haben bei unserer eben Kubernetes-Reise gesagt, okay, unser Tool der Wahl ist Prometheus, um Metriken zu exportieren. Wir haben eben, wie gesagt, vorher eine Applikation gehabt mit vier verschiedenen Varianten. Einmal Micrometer mit InfluxDB, dann in Sabix ein bisschen was und ein bisschen was direkt in die Influx mit manuell zusammengebauten Strings reingeschrieben. Also das ist super, wenn man irgendwo herausfinden will, wo was rausgeschrieben wird und wer was woher holt. Deswegen einfach diese Vereinheitlichung. Man kann mit Prometheus wirklich sehr schön auch Business-Metriken rausliefern. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine Applikation, ich habe einen Slash-Metrics-Endpoint und meine Applikation sagt meinerseits, das ist mein CPU-Load, das ist meine System-Load, das ist aber auch zum Beispiel mein User-Account-Total oder das sind die Account-Logins der letzten 10 Minuten. Diese Dinge kann man alle einfach sehr schön mit Prometheus raus exportieren und haltet sich einfach das alles vom Leib und jeder ist einfach glücklich. Man hat IT glücklich gemacht, man hat die Kollegen glücklich gemacht, die jetzt wissen, wie das funktioniert und Management kann dann einfach entweder direkt auch in Grafana reinschauen oder vielleicht ein anderes Tool vorschalten, um Metriken zu aggregieren und dann irgendwo anders noch hinzuplotten und irgendwelche Dashboards zu bauen und daraus dann Business-Entscheidungen abzuliefern. So, dann schauen wir nochmal, wie es unserem Pico geht. Ich fürchte leider, er hat, na schau, jetzt funktioniert er. Kann man jetzt die LED toggeln, das hat tatsächlich funktioniert. Ja, sehr schön, wenn man es gesehen hat. So, dann probieren wir das noch einmal mit dem Matrix Endpoint. Na Gott sei Dank, so, der LED toggles total ist jetzt 2. Da können wir jetzt auch genauso reinschauen bei unserem Prometheus, da ist er, der sollte jetzt ab sein. Na, bitte. Im zweiten Anlauf hat es funktioniert, da kann ich jetzt auch dann reingehen und sagen LED toggles total. Execute, schauen wir gleich den Graph an und dann sehe ich, ah, okay, es war schon einmal 1 und beim Ausschalten dann ist halt wieder 0 geworden und jetzt habe ich ein ausgeschaltet, ist es 2. Ich habe jetzt einen relativ bewusst, relativ kurzen Scrape-Intervall gewählt, da muss man jetzt auch aufpassen, wenn man das in Produktivsystemen macht, wenn man jetzt alle 15 Sekunden sein System bombardiert mit einem GET-Request, wo im schlechtesten Fall weiß nicht 10, 15 MB Metriken rauskommen, ja, darf man sich dann halt nicht wundern, wenn die Load ein bisschen hoch ist. Tatsächlich wird man sich irgendwo in einer Gegend von einer Minute bewegen, wo ich sage, das ist ein vernünftiger Mittelweg zwischen Genauigkeit und trotzdem mache ich das Zielsystem nicht kaputt. Einen Grundnachteil hat das Ganze halt natürlich, wenn mein HTTP-Server in der Applikation kaputt ist, dann kann ich halt Metriken auch keine ausliefern. Ne? Das heißt, es sollte immer irgendwo einen Alert haben, der sagt, zum Beispiel von diesem Scraping-Job, quasi dieser einen Maschine, wenn da jetzt alle Metriken plötzlich weg sind, gibt es irgendeinen Alert, der anschlagt. Und damit weiß ich dann auch automatisch wieder, dass da irgendwas Gröberes im Busch ist. Weil wenn mein HTTP-Server stirbt, ja, sollte halt vielleicht nicht unbedingt passieren. So, es gibt dann zu diesem Dashboard, jetzt macht es natürlich Sinn, da zu sagen, okay, für dieses LED-Toggeln habe ich da noch nichts extra drinnen. LED-Toggles, da ist er. Dann kann ich mir da auch noch einmal in Grafana drinnen meine in allen Data-Sources suchen. Das ist das Schöne daran, in Grafana kann ich wirklich mehrere Data-Sources noch reintun. Und kann da auch sagen, run query, kriege ich mehr oder weniger die gleichen Daten wie in der Prometheus UI raus, kannst dann aber zum Beispiel mit anderen Dingen von komplett anderen Data Sources verbinden und wirklich mit den ganzen Visualisierungsfeatures, die ich da drin habe. Wer mir zeigt, wie wir das so schnell in Zabbix hinbringen, bitte dann einfach nächstes Jahr mit challengen, dann können wir das gemeinsam da parallel machen, wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Ein letztes Wort dann noch zu den Connections. Wie ihr seht, es gibt relativ viel, was da reinkommt. Ist insofern auch sehr schön, weil wenn man jetzt sagt, okay, man ist vielleicht in irgendeiner Transition drinnen und sagt, okay, man möchte von Elasticsearch weg oder man möchte von einem anderen Prometheus oder einem anderen System noch irgendwas rausholen oder irgendein anderen Cloud-Hosted-System. Die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Connection, dieses Connection-Plugin gibt in Grafana ist relativ hoch.
Und dann kann man einfach sagen, okay, das ist quasi meine zentrale Anlaufstelle, wie ich Metriken oder wie ich irgendwas visualisiere, was irgendwo in meiner Infrastruktur passiert, von bis, eben von der Low-Level-Infrastruktur in meiner Linux-VM bis zu meinen Business-Metriken rauf, die vielleicht aus einer Applikation rauskommen. Das kann ja eine Applikation sein, die nur dafür lebt, Business-Metriken auszuliefern. Aber ich habe es einheitlich. Und das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt, Vereinheitlichung von dem ganzen Ding, damit es wesentlich überschaubarer ist, damit ich nicht dauernd Kontext switchen muss im Kopf, wo kommt denn das her, welches Ding liefert das aus. So, dann sind wir dabei. Ich habe alles, was ich da quasi zusammen und proudly found elsewhere, dann nochmal zusammenkopiert. Einfach gerne nochmal durchschauen und selber durchspielen, gibt es dann auf mein GitHub-Repo einfach zum Runterladen. Kann man dann einfach selbst ausprobieren, aber wie gesagt, proudly found elsewhere, nicht das Rad neu erfinden. Sysadmins per se sollten ja schon einmal lazy sein und einfach für jedes zweite Mal, wo man was macht, das Skript geschrieben haben und da muss man halt einfach wissen, wo man nachschaut. Ja, wenn noch jemand weiter darüber diskutieren möchte, gerne einfach auf GitHub folgen oder auf LinkedIn vernetzen. Ein Wort noch dazu, ich bin Teil von dieser Embedded User Group Graz. Wir treffen uns einmal im Monat zu einem Stammtisch, diskutieren über Embedded-Themen, auch über Linux. Ich bin meistens der daherkommt mit den Dingen, die 7 GB RAM brauchen und dann gefragt wird, was das soll. Ich habe nur 1 MB RAM. Manchmal ist es auch ein bisschen Selbsthilfegruppe. Also wer interessiert ist daran, den Themen, es gibt auch Mailinglisten da, einfach eintragen und vorbeischauen. In diesem Sinne, danke vielmals. Gibt es noch Fragen? Da drüben. Hi. Erstens vorweg, danke für den Talk. Zweitens, jetzt vielleicht noch da zum letzten Ding wegen Embedded. Mhm. Habt ihr auch Leute, die da mit Rust was schreiben für Embedded-Dinge? Mit Rust? Ich glaube, wir haben schon Leute, die was mit Rust schreiben. Also wir haben das letzte Mal auf jeden Fall, also es gibt definitiv einen Kollegen, der mit Rust ein bisschen was gemacht hat, aber ich bin mir jetzt nicht mal ganz hundertprozentig sicher. Aber ja, natürlich, es ist immer wieder mal Thema und diskutieren halt über verschiedene Dinge auch, ja. Genau, und dann noch vielleicht zum Hauptinhalt von dem Talk. Wie viel wird da auch mit InfluxDB gemacht? Also was haltest du von Influx? Weil wir haben jetzt ja Prometheus und Grafana genommen. Mhm. Und ich glaube, Influx ist ja auch noch eine sehr beliebte Sache dort auch. Genau, also im Prinzip ist jetzt sowohl Prometheus als auch InfluxDB eine Time-Series-Datenbank, also du speicherst irgendwas über einen Zeitverlauf rein. Man kann jetzt natürlich beides verwenden. Wir haben vorher mehrere Dinge im Einsatz gehabt und sind jetzt von InfluxDB weggegangen, einfach weil es ein bisschen traumatisiert hat. Tatsächlich kommt es aber aufs Gleiche raus. Also wenn du sagst, okay, InfluxDB ist trotzdem für uns das Mittel der Wahl, dann ist es total legitim zu sagen, okay, man verwendet beide Dinge. Wir wollten einfach das vereinheitlichen, damit es überschaubarer bleibt. Oh ja, voll. Danke. Ich wollte halt fragen noch, wenn es nicht zu traumatisierend ist, I guess. Nein, kein Stress. Was waren jetzt so die Beweggründe, warum man vielleicht Grafana oder Influx verwenden würde? Danke. In dem Fall wäre es ja Grafana und InfluxDB. Also gibt es, glaube ich, bei InfluxDB auch UI dabei, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, also es. Prometheus oder Influx, okay. Ja. Glaubensfrage, keine Ahnung, ist wahrscheinlich, kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Also, wie gesagt, es gibt sehr viele Anwendungsfälle, wo man sagt, Prometheus rein nur fürs Infrastrukturmonitoring und dann halt Influx für das Business Monitoring. Ist total legitim, das so zu machen, ja. Da oben gibt es noch eine Frage. Ich wollte nur anknüpfen an Tanjas Meldung. Also war das Problem dann zwischen InfluxDB und Grafana in Kombination, das euch dazu bewegt hat, dass weggeht's? Ja, es war vor allem die Kombination daraus, dass wir InfluxDB auf zwei verschiedene Orten geschrieben haben und InfluxDB uns halt einfach irgendwo, es ist quasi ein sehr altes System gewesen, das wollte man irgendwo loswerden. Mhm. Wie gesagt, wahrscheinlich wird man mit InfluxDB ganz genau gleich gut zu Rande kommen. Ja. Ab Version 2 gibt es nämlich ein Grafana in InfluxDB drinnen und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich gar nicht mehr Grafana einsetze, sondern gleich bei InfluxDB Alarm bleibe. Und mit Telegraph kannst du dann auf allen Geräten am Server praktisch auch das machen, was du jetzt gezeigt hast, nämlich dass Metriken einfach pusht, die pushen, sondern du pullst dann, sondern
die pushen von Telegraph dann direkt auf InfluxDB und dann hast du genau die gleiche Visualisierung, was du in Grafana gehabt hast, direkt mit InfluxDB ohne sonst irgendwas. Im Prinzip, genau, das ist das Schöne daran in diesem DevOps-Nebel. Es gibt 10 Tools und man muss sich halt einfach irgendwo für einen Weg entscheiden und sagen, das ist das, was uns am meisten zusagt. Aber habt ihr, was die Time-Series-Database selbst betrifft, irgendwelche Vorzüge gesehen in Prometheus versus InfluxDB? Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es kommt beides ungefähr aufs Gleiche raus, rein vom Speicherverbrauch, vom CPU, also auch von der Funktionalität her, sie halten sich halt irgendwo die Waage. Ne? Ja. Ja. Danke. Gut, alles klar, ich muss aufhören. Danke vielmals.